Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem ganz besonderen Video. Denn im ganzen Wust, wo Dezember und Weihnachten ist, wo die Paketleute Stress haben, habe ich ganz viele Pakete bekommen, aber ein ganz besonderes und das möchte ich mit euch heute auspacken. Viel Spaß! So, ja, es ist soweit. Ich habe mir etwas gegönnt letzten Monat, beziehungsweise das ist diesen Monat angekommen und das möchte ich mit euch heute auspacken. Es handelt sich dabei um eine Loot Chest. Ich habe mir eine Loot Chest bestellt. Viele von euch kennen sie schon. Einige, die sie noch nicht kennen, den erkläre ich kurz, wobei es sich hierbei handelt. Es handelt sich dabei um eine Box, wie man unschwer erkennen kann. Also es ist nicht rund, sonst wäre es ja ein Ring. Nein, es ist eine Box, die man bestellen kann bei lootchest.de. Und in dieser Box sind viele schöne Sachen drin. Das Lustige an dieser Sache ist einfach nur, man weiß nicht, was man bekommt. Das ist quasi so eine Wundertüte für für Geeks und Nerds. Da sind also Stuff drin, was man so auf Seiten bekommt, sagen wir mal, wo gewisse Leute sich rumtreiben. Ich meine jetzt nichts Sexuelles, sondern ich meine auf lustige Art und Weise. Das heißt, so kleine Figürchen sind drin, manchmal sind Bracelets drin. Aber ich habe keine Ahnung, was in dieser Box ist. Und ihr seht, Moment. Da oben ist es. Ich kann es mal kurz hinhalten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. So. Ich halte extra mal so. Abgeknubbelt schon. Da ist noch das Klebeband drumherum. Und ich habe sie noch nicht aufgemacht. Ich weiß also nicht, was drin ist. Hier kann man es besser erkennen. Da unten. Seht ihr das? Kriege ich nicht auf. Ist also noch verschlossen. Und das ist meine erste... Das ist meine erste Loot-Chest, die ich mir mal bestellt habe. Die kann man einmalig machen, also es gibt da so drei Modelle, das wollte ich noch kurz erklären. Drei Modelle, wie man an die Loot-Chest kommen kann. Das erste ist einmalig. Finde ich auch schön, guck mal von der Seite hier, guck mal. Cool. Ah, so Nostalgie. Nee, drei Modelle wollte ich erklären, wie man eine Loot-Chest bekommen kann. Das ist erstens einmalig. Das heißt, man bestellt sich die einmal, zahlt einen etwas höheren Preis. Der Preis liegt bei der Loot Chest bei 29,95, glaube ich. Muss ich mal gucken. Moment, ich schaue mal gerade nach. Ich habe mich natürlich super vorbereitet. www.lootchest.de Entschuldigung. So, ich gucke mal gerade rein. Hier auf der Seite steht auch epische Gaming- und Geek-Beute. Schon cool. So, 24,95. Ist also was günstiger geworden. Ich habe die noch ein bisschen teuer Geld bekommen. Es wirkt im ersten Moment viel, weil man nicht weiß, was man bekommt. Aber der Warenwert, der in dieser Box ist mindestens 40 Euro. Das heißt, einmalig bestellen. Ihr müsst nichts kündigen. Da ist kein Haken dran. Also ihr kriegt auf jeden Fall mehr als 24,95 für diese Box. Wenn ihr die jetzt noch bestellt, 282 sind momentan noch aktuell verfügbar. Die ist ganz frisch, die ist von mir vor 2 Tagen zugeschickt worden. Ich habe leider noch vorher nicht geschafft, die auszupacken. Das heißt, einmalig 24,95 und ja, nicht kündigen. Da gibt es allerdings noch andere Modelle, so sogenannte Abo-Modelle. 3-Monats-Abo und 6-Monats-Abo. Da ist die Loot-Chest pro Loot-Chest etwas günstiger. Beim 3-Monats-Abo gucke ich mal gerade rein, 22,95 und beim 6-Monats-Abo ist sie sogar 19,95. Das ist cool. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Loot Chest Plus zu bestellen. Das ist aber auch diese hier. Ich habe mal eine Plus bestellt, habe mir mal was gegönnt, letzten Monat, war ja Weihnachtsgeld. Und dann kriegt ihr noch ein Gimmick zusätzlich. So, kostet dann insgesamt 5 Euro mehr. Bei den Abo-Modellen muss ich dazu sagen, da müsst ihr kündigen, wenn ihr das nicht mehr haben wollt. Sprich, ihr bestellt euch die, habt 3 Monate jeweils 22,95 oder 6 Monate 19,95, die ihr zu zahlen habt. Ist also relativ günstig dann im Vergleich dazu pro Box, aber ihr müsst online kündigen, genau. Das heißt, könnt es online machen, könnt quasi bestellen und wenn ihr wirklich nur 3 Monate wollt, auch direkt wieder kündigen, habt halt 3 Monate, bekommt ihr eine Loot Chest und coole Sachen. Ich weiß noch nicht, was drin ist und mit euch möchte ich es auch machen, das mache ich natürlich mit. Mit dem guten Cuttermesser. Und zwar ist das hier ein Cuttermesser. Mit schwarzer Klinge, die sind absolut super. Also wenn ihr Cuttermesser kauft, kauft euch eins mit schwarzer Klinge, ihr wollt kein anderes mehr. So, und jetzt packe ich mal die Loot Chest mit euch aus. So. Ach, ich bin nervös. Also, ich weiß nicht, wie euch das Unboxing hier gefällt. Würde mich freuen, wenn ihr noch sag ich mal,
Kommentare zu abgeben würde. Das fände ich super. Dann kann ich daraus lernen. Vielleicht hole ich mir demnächst nochmal eine. Ich weiß es nicht. Ich habe erstmal geplant, eine zu machen. Wenn ich gleich sehe, was drin ist, werde ich wahrscheinlich meine Meinung revidieren. Und ich werde auch ein paar Sachen hier raus, nicht alle Sachen werde ich brauchen. Ich werde hier raus auch ein paar Sachen verschenken an euch. Ich nehme, wie ich das mache, weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube, das machen wir am Ende des Videos. Na, dann schauen wir uns das mal an, was hier überhaupt drin ist, was ich verschicke, weil ich möchte gerne hier auf jeden Fall was behalten. Bestimmt coole Sachen an. Okay, ich habe noch nicht geguckt bei anderen Leuten, die das machen, was da drin ist. Demnach bin ich wirklich ahnungslos. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das ist toll. Das macht enorm Spaß. So, ich mache die mal auf. So, wow. Okay, so sieht sie aus. Pass auf, ich zeige euch das jetzt mal im Einzelnen. Ich stell die mal hier auf meinen Stuhl. Und so, ich hole mal was raus, was in jeder Loot-Chest drin ist. Damit fangen wir mal an. Und zwar gibt es jeden Monat ein Lootbook dazu. So sieht das Ganze aus. Lootbook. Lootchest. Hab jetzt nochmal lootchest.de. Das ist wichtig, weil hier steht erstmal natürlich sowas drin wie Vorwort, frohe Weihnachten und so weiter und so fort. Das ist ganz geckig gemacht. Ja, dann haben wir noch ein paar Fellow Looters. Also Leute, die sich auch die Lootchest kaufen. Die werden hier mal abgedruckt. Finde ich auch ganz süß. So. Genau. Und dann kommen wir schon zu den zu den Sachen. In diesem Loot-Chest ist eine Preisliste drin. Das heißt, die Preise, die aber auch in dieser Preisliste drinstehen, steckt man noch nicht, weil das ja noch Spannung sein. Spannend bleiben. So, jetzt habe ich es. Die Preise, die in dieser Lootbook drin sind, in dieser Loot-Chest drin sind, die entsprechen den aktuellen Marktpreisen. Das heißt, ich habe es mal getestet. Ich habe vor einigen Monaten mal einen Preis genommen. Der ist also schon, glaube ich, 2-3 Monate her, von einem Artikel von einem YouTuber-Kollegen, der das dann präsentiert hatte. Ich habe das mal rausgesucht auf verschiedenen Seiten und ich bin wirklich ungelogen. Ich bin auf denselben Preis gekommen, wie hier bei Loot Chest angegeben wird. Also die Preise, die hier drin sind, sind absolut marktgetreu. Genau. Marktgetreu. Und dann fangen wir mal an. Ach, ich habe jetzt schon Spaß. Okay, wir fangen also mal an und mal gucken, was noch hier drin ist. Warte jetzt. Genau, wo ich nämlich noch gesagt haben, in der Loot Chest sind auch immer regelmäßig solche Aufkleber drin. Den könnt ihr jeden Monat eurem Nachbarn ans Auto kleben. Der hat bestimmt Spaß, und wenn die da wieder abkratzen möchte. Wahrscheinlich sieht das erst in 1,5 Monaten. Ich weiß nicht, wie euer Nachbar drauf ist. Auf jeden Fall geckig, den Nachbarn das aufs Auto zu kleben. Nein, tut's nicht, wenn ihr keinen Ärger wollt mit eurem Nachbarn. Tut's nicht. Ne? Also, Aufkleber jedes Mal dabei. Den lege ich mal hier bei. So. Und ja. Wir sind ja momentan im Dezember, Weihnachtszeit. Das ist voll süß, was hier drin ist. Pass auf, Achtung. Eine Zuckerstange. Oh, ist das cool. Eine Zuckerstange. Kann man auf jeden Fall brauchen. Oder das ist ein Spazierstock für einen ganz kleinen Menschen. Also für einen Pygmäe oder für einen Zwerg. Guten Tag. Guten Tag, junger Mann. Wo sind die Eier? doch, der ist auch hier drin. Christmas Candy Cane. Und zwar liegt der Preis für diesen wunderschönen, formschönen, rot-weiß gestreiften, rot-weiß gestreifte Zuckerstange bei 99 Cent. Ne? Ich denke, das ist marktgetreu, das würde ich jetzt nicht überprüfen, aber da ihr schon mal Bescheid wisst, sowas ist eventuell auch mal dabei. 99 Cent. Okay, mal gucken wir mal. Also, was mich natürlich direkt ins Auge springt, das ist geil, das ist absolut geil. Moment, ich schlag schon mal die Seite auf. Und zwar, Achtung. Guck, guck. Guck mal hier. Ist der nicht cool? Boah, der gefällt mir ja. Darth Vader. Und zwar nennt sich das Star Wars Christmas Plush. Star Wars Christmas Plush. Hat auch so ein süßes Mützchen auf, das kann man nicht abnehmen. Ist aus, boah, ich sag mal, das ist Stoff und hier oben ist so Lack und Leder. Ja, also wenn ihr böse seid, das ist der neue, der moderne Knecht Ruprecht, der kommt dann vorbei. Ja, und poliert euch mal richtig stehen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und der Marktpreis bei diesem Star Wars Christmas Plush liegt bei 12,95. Ja, 12,95, das ist drin in dieser Loot Chest für Dezember übrigens. Ihr könnt euch immer bis zum 15. Bis zum Ende des Monats, glaube ich, eine Loot Chest bestellen und kriegt die dann, wie wird immer, am 15. des Monats versandt. Am Folgemonat, logischerweise. So, das war Nummer 1. Schon richtig cool. Gefällt mir gut. Das hat sich für mich jetzt schon fast schon gelohnt. So, dann habe ich noch was. Okay. Jetzt schlage ich schon mal vor die Seite auf. Ich mache es mal ein bisschen spannend. Oh, cool. Boah, ein Notebook ist sogar hier drin. Aber von den Marvels. Also hier, ein Marvel-Notebook. Jetzt habt ihr was anderes gedacht, was drin ist. Aber guck mal hier, liniert.
mit Ringbuch. Guck mal. Ja, das kann man so verwenden. Kann man auch was reinschreiben. Ja, wenn man zum Beispiel YouTuber ist, kann man da richtig schöne Ideen reinschreiben. Finde ich auf jeden Fall cool mit so einem Gummiband hier vorne drum, dass man das immer wieder schön zumachen kann und dass das so nicht aufflattert. Das hasst das, wenn Klatten, die dieses Gummiband nicht haben, in meinem Rucksack immer wieder aufgehen und dann erstmal die ganzen Seiten so geschreddert werden. Finde ich doof. Deswegen ein Marvel Notebook. Von der Rückseite zeige ich das auch mal. Also hier vorne drauf ist Hulk, Iron Man, Thor, Captain America. Hinten drauf, Moment, kann ich so nicht lesen. Silver Surfer, die Fantastischen Vier, X-Men ist drauf. Ja? Coole Sache. DIN A5 Format. Praktisch. Kann man überall mitnehmen. Wahrscheinlich auch was Ideales für die Schule. So, dieses Notebook, das liegt bei, Moment, lass mich mal schauen, 7,99 Euro. So, na, jetzt könnt ihr schon mal hochrechnen, jetzt sind wir schon mal bei 20 Euro. Cool, also 21 mit der Zuckerstange. Mit der lecker Zuckerstange. Und was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Hör mal. Cool. Also ich glaube, wir haben diesen Monat Marvel Month. Weil hier ist noch. Ach, wie geil. Wie geil ist das denn? Cool. Ein Marvel Comics Travel Set. Bestehend aus. Ja, ich sag mal gucken. Moment. Das kenne ich gar nicht. Schauergel auf jeden Fall. Gesichtsgel. Shavegel. Ich lese mal kurz vor, was hier drin steht. Moment. Duschgel, Gesichtswaschgel. Aha, das war's. Gesichtscreme, natürlich. Ich bin jetzt nicht so der Beauty-Typ. Also Halls und sowas werdet ihr auf meinem Kanal nicht zu sehen bekommen. Ja, Rasiergel. Weiß nicht, für euch. Interessant. Find ich auf jeden Fall cool. Marvel Comics Travel Set liegt bei 19,99, liebe Freunde. 19,99. Und jetzt sind wir schon über 29,95. Ohne, dass ich jetzt noch gut nachgerechnet habe. Über den Daumen gepeilt. Ja, mit den Marvel-Helden auf jeden Fall drauf. Richtig cool. Iron Man, Captain America. Der unglaublich Hulk. Den soll ich vielleicht nicht zeigen, weil ich habe hier wieder Greenscreen. Also wenn ihr den Hulk nicht seht, ihr wisst ja, wie er aussieht. Ne? Also, Travel Set ist auch mit drin. Richtig cool. Und, boah. Oh, Moment. Ich muss mal kurz kramen, weil das Beste kommt. Das Vorletzte, was ich jetzt habe, sind... Moment, muss ich wieder blättern. Ah. Cool. Und zwar einen Aufkleber von Rocket Raccoon. Ja, muss ich gestehen, der sagt mir persönlich nichts, sieht aber unheimlich stylisch aus mit seiner kleinen Wumme da. Rocket Raccoon, wer es kennt, also ich kenne es jetzt selber nicht, könnt mich mal aufklären. Ich habe mich jetzt vorher, wie gesagt, nicht schlau machen können, weil ich ja nicht weiß, was in der Loot Chest drin ist. Sagt mir mal, wer Rocket Raccoon ist, fände ich auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Er sieht auf jeden Fall fies aus. What did the fox say? Nein, okay. Dieser Aufkleber, DIN A4. DIN A4. Hm? Das ist DIN A4. Postkartenformat, wollte ich sagen. Verdammte Hacke. Der liegt bei 3,99 €. 3,99 €. Hasta la vista, baby. Okay. Ne? Rocket Raccoon, ein Sticker. Auch cool. Und jetzt ist noch eine Postkarte drin. Und zwar nicht nur irgendeine. Kann man das Zitat? Aha, ein Zitat ist drauf. Okay. Und zwar von Captain Kirk. Captain Kirk ist drauf. Moment, es blendet gerade ein wenig. So ist das besser. Mit Zitat, ja, könnt ihr, wie seht, es ist eine reguläre Postkarte. Die könnt ihr eurem besten Freund schicken. Ja, Captain Kirk, der da sagt, Worlds may change, galaxies disintegrate, but a woman always remains a woman. Nicht schlecht. Diese Postkarte, Starcraft Card, liegt bei 1,99 €. 1,99 €. Cool. Captain Kirk. Also, für alle Trekkies unter euch, es ist auch was für euch dabei. So, das hätten wir. Und last but not least. Und jetzt muss ich mal gerade ein bisschen... Moment, bin gleich wieder da. Cool. Alter. Das feiere ich jetzt schon. Und es ist blau. Ich musste angeben bei der Loot Chest Plus... Bei der Loot Chest musste ich auch eine Größe von mir angeben. Ich habe Größe M genommen, aber Alter, das ist so geil. Das feiere ich echt. Pass auf. Kann man es erkennen? Ich denke mal ja. Back to the Future. Zurück in die
Zukunft ein T-Shirt. Alter, und da ist Marty McFly drauf mit dem DeLorean. Oh, Entschuldigung, mit dem DeLorean. Und oben drüber steht Time Traveler. Alter, das ist so geil. In einem schönen, wunderschönen Blau. Ich bin froh, dass das nicht grün ist, sonst würdet ihr da deswegen den Greenscreen nicht erkennen. Time Traveler. Klasse. Also, muss ich sagen, das T-Shirt, habe ich überhaupt gesagt, was die Karte kostet? Habe ich gesagt. Das T-Shirt kostet 15 Euro. Jetzt rechnet mal alles zusammen. Also, mir wird langsam der Arm schwer. Aber das lohnt sich voll und ganz. Die Loot Chest, ich bin... korrigiere, glaube ich, das, was ich gesagt habe. Ich werde mir also auch in Zukunft öfters mal Loot Chests kaufen. Das ist super. Ey, so wie habe ich zurück in die Zukunft geleakt? Schaut euch das mal an. Ich stehe mal kurz auch extra auf für euch. Pass auf. Macht auf jeden Fall einen schlanken Fuß und für alle, ja, zurück in die Zukunft war super klasse. Also das hat sich diesen Monat für mich, das war dann mein erster Loot-Chest, definitiv gelohnt. Ich guck mal gerade, ob ich noch finde, was denn Plus war. Ah ja, genau. Für 5 Euro statt 12,95, ganz ehrlich, ich muss ja 5 Euro mehr zahlen, weil ich ja die Plus-Edition gekauft habe. Für 5 Euro mehr habe ich ihn hier bekommen. Darth Vader Star Wars Christmas Plush. 5 Euro. Und das hat einen Marktwert von 12,95. Also ich bin echt begeistert. Ja, muss schon sagen, geil. Macht Fun, das aufzumachen. Macht Fun, sich dann überraschen zu lassen. Also ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind. Ich zitter auch noch ein bisschen, weil das T-Shirt ist Hammer. Die Star Wars Figur ist genial. Die Karten aus Sticker, gut. Sag ich mal, wenn man irgendwie einem Trekkie eine Freude machen will und ihm eine Postkarte schickt. Zum Beispiel, das wäre also eine Postkarte. Ja, dann hier, wenn ihr auf Klassenfahrt seid, ja, ich zahle das mal so, wenn ihr auf Klassenfahrt seid und nicht ein normales Duschgel mitnehmen wollt, hier habt ihr ein Travel Bag als Set. Auch genial, also ich meine, muss man mögen, aber ganz ehrlich, wer mag denn nicht keine Superhelden? Ne? Also, Superhelden sind auch nicht umsonst super. Und ein Notebook, also Notizbuch, kann man auch zu Deutsch mal sagen, ist auch drin, was richtig, richtig geil von außen aussieht. Also das hat sich definitiv gelohnt, für mich die zu bestellen. Und ich bin jetzt echt noch auf der Seite von Loot Chest und ich überlege, dass ich mir noch eine kaufe. Vielleicht hole ich mir mal, ja, mal ein 3-Monats-Abo. Naja, okay, gut. Also, was würde ich gerne behalten? Muss ich mir kurz Gedanken machen, aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir mal kurz Gedanken gemacht, was ich behalten möchte und was ich euch verschenken möchte, an euch verschenken möchte. Und ich bin zu einem Entschluss gekommen. Da ich in meiner Jugend großer Fan von Zurück in die Zukunft war, behalte ich das T-Shirt und ich behalte, weil ich auch noch Star Wars mag, den kleinen hier, den stelle ich mir noch schön ins Regal. Seid nicht böse, aber das sind schon zwei Dinge, die mir persönlich wichtig sind und deswegen würde ich das gerne behalten. Aber die anderen Sachen verteile ich. Und zwar gibt es Sachen zu gewinnen. Was ich mache das mal einzeln. Und zwar, weil ja Weihnachten ist, verschenke ich eine Zuckerstange als kleinen Trostpreis. Ich mache also zwei Preise draus. In diesem Preis ist dann noch der Loot Chest Aufkleber drin. Ihr wisst schon, für den Nachbarn. Ganz wichtig, den müsst ihr unbedingt ans Auto kleben. Ich möchte keinen dazu aufrufen. Dann verschenke ich noch den Aufkleber und die Karte. Das ist quasi so der kleine, Anführungszeichen, Trostpreis für die kleineren Dinge, die ich verschenke. Dazu kriegt ihr dann allerdings noch auch das Lootbook. Denn, was ich noch nicht gezeigt habe, hier ist nämlich noch ein Kurzcomic drin und hier sind zwei Beiträge drin, die dann nur für die Person ist, die den, Anführungszeichen, Trostpreis bekommt. Was ich jetzt gar nicht als Trostpreis empfinde, warum ich das betitel, weiß ich auch nicht. Das ist also ein Paket, was ich zusammenstelle für den, sag ich mal, Zweitplatzierten. Und es gibt ein Paket, habe ich mir gedacht, okay, Paket, kleiner Scherz, tut mir leid. Ich mache euch dann noch als Hauptgewinn, kriegt ihr, oder der Gewinner kriegt dann quasi ein Marvel-Set. Ja, also einmal das Notebook und einmal das Travel-Bag. Diese zwei Sachen kriegt dann derjenige, der den Hauptpreis gewinnt. Und was ihr dafür tun müsst, habe ich mir überlegt, ist nicht viel. Ich fände es aber nett, es ist hier so ein Geben und Nehmen, also ich verschenke euch die Sachen und ich fände es nett, wenn ihr derjenige, der daran teilnehmen möchte, einmal auf den Abonnieren-Button klickt, um Abonnent zu sein, einen netten Kommentar oder einen
Kritikkommentar, wie auch immer, einen netten Kritikkommentar auf jeden Fall, unterhalb dieses Videos in die Videobeschreibung, also in die Kommentare schreibt, Kommentare heißt der Box, die Box, wo man Kommentare schreibt, in die Kommentarbox schreibt, das fände ich super, wenn ihr das machen könntet, und dann der schönste von allen kriegt dann quasi das, das Marvel-Set, ja, und der zweitschönste, weil es ja, der kriegt dann quasi das Set mit der Zuckerstange, Captain Kirk und die Loot, das Lootbook und den die zwei Aufkleber dabei. Das finde ich auf jeden Fall cool. Und die anderen zwei Sachen, nicht böse sein, aber ich finde die so geil. Die werden auf jeden Fall bei mir im Regal platziert, beziehungsweise das T-Shirt trage ich auch. Und ja, was ihr tun müsst, wie gesagt, einfach Abonnent sein, Kommentar posten und dann anschließend setze ich mich mit euch in Verbindung. Wäre gut, wenn ihr, ja, ich hatte das Problem beim letzten Mal gehabt, da hatte ich irgendwie keine Kontaktdaten zum Gewinnspiel. Das heißt, ich konnte die Dame, nette Dame, die gewonnen hat, nicht wirklich anschreiben, außer bei Google Plus, und da hat sie irgendwie nicht reagiert drauf. Finde ich doof. Deswegen wäre gut, wenn ihr irgendwie noch, ich sag mal, vielleicht auch bei Facebook mir eine Nachricht schicken könntet, wie auch immer. Ich sehe ja, dass ihr unten drunter geschrieben habt. Ich werde mich auf jeden Fall suchen, mit euch in Verbindung zu setzen und es euch dann schnellstmöglich zukommen zu lassen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Loot Chest kann ich also für Geeks und Nerds, die auf solchen Stuff stehen, wirklich wärmstens empfehlen. Ans Herz legen, sich das mal als Probeweise, kann man sich ja einmal eine Monatsbox kaufen. Ist ja, also ihr seht ja, ihr kriegt auf jeden Fall mehr raus als das, was ihr bezahlt. Und das ist ja schon mal das Geile. Es ist halt auch so ein Geben und Nehmen. Und so finde ich, sollte es auch sein. Nicht böse sein, dass ihr Abonnent sein müsst, aber ich finde das schon ganz nett, wenn ich da von euch auch was bekomme. Ja? Okay, in diesem Sinne, coole Sachen auf jeden Fall. Ihr könnt mich noch abonnieren, auch so, wenn ihr Bock drauf habt. Müsst aber nicht, nur wenn ihr Spaß dran habt. Bestellt auch übrigens auch nur, wenn ihr Spaß habt, nur eine Loot-Chest. Weil ich sag mal, ich kriege hier für nichts, dass ich das präsentiere. Ich wollte es einfach mal machen, weil ich das auch cool finde, so Unboxing-Videos. Da bin ich immer ganz gefesselt. Sitze ich dann davor, zum Beispiel beim Turbinator. Liebe Grüße an dieser Stelle. Du machst coole Unboxing, coole Let's Plays auf jeden Fall. Da bin ich auch auf die Idee gestoßen, das mal auch mal selber zu machen. Ich finde es immer cool, so gebannt, gefesselt davor zu sitzen und zu gucken, was kommt da raus. Es ist wie so ein kleiner Schatz, und ihr habt es ja schon gesehen in meinem Post bei Facebook, dass ich das als mein Schatz quasi so ein bisschen gepusht habe, also gepostet habe. Ja? Okay, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Vlog, Let's Play, wie auch immer. Habt wunderschöne Weihnachtstage. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwann sagen werde. Habt wunderschöne Weihnachtstage. Genießt die Zeit. Kommt mal ein bisschen runter, und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!